Ach, wenn wir schon nichts fangen, dann suchen wir jemanden, der was fängt. Genau, und den filmen wir und dann, ja. Ja. Fängt an zu regnen, Olli. Ja, sind wir das anders gewohnt? Nö. So, erster Teil, Physioprogramm hinter mir. Kilometer gelaufen. So ganz ehrlich, so den. Ich will so ein bisschen angeln auf Barsche und Zander. Ja, ich sag das mal so, weil ich habe die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, größer als ein Zander beißt, aber ich möchte lieber einen Barsch fangen. So einen ungefähr. Versuche ich jetzt seit einer Woche. Hat bisher nicht geklappt, aber jetzt seid ihr dabei. Und ihr drückt jetzt alle die Daumen und dann wird das vielleicht was. Aber ihr drückt sie ja nachher, ne? Das ist auch wieder Unlug. Aber ich freue mich, dass ich wieder angeln kann. Das bringt mir Spaß hier. Werfen. Ich werde bestimmt mal einen Pickel werfen, Gummi werfen. Und dann gucken wir mal, ob wir auch eine Touch-Angelschule da reinbekommen. Ich habe eigentlich mehr Bock auf Angeln, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber wir gucken mal. Sind schon Angler hier gewesen, auch schon wieder weg, weil die sagten, da läuft nichts. Aber passiert ja vielleicht was. Wir werfen jetzt hier mal und dann nach. Olli muss seine Kamera schützen, die säuft uns ab, Olli. Ne? Mach ich. Gut, dann werfe ich schon mal, ne? Jo. Wenn was ist, kannst du ja wieder anmachen. Jo. Kriegst da erstmal eine GoPro um. Ja. Ja, das gibt ja immer so beim Angeln Gefühlsdinger. Und ich wollte gerade sagen, hier passiert nichts und das könnte sogar ein Biss gewesen sein. Mal gucken, ob da gleich Dreck am Haken ist. Das ist natürlich auch schwer einzuschätzen, so auf 80, 90 Meter Distanz, die ich jetzt hier mit dem Pickel geworfen habe, fühlt sich ja manchmal nur wie Festhalten an. Aber das gibt so Punkte. Angler, die können das durchangeln. Die stellen sich hier hin und die angeln dann von morgens bis abends und irgendwann kommen ein paar Fische vorbei. Wer dann mit der Taktik recht hat, ja, das weiß ich auch immer nicht so genau. Also ich kann nur sagen, ich halte das nicht aus. Stundenlang an einer Stelle zu stehen und einen Gummi oder einen Kunstköder reinzuwerfen. Ich bewege mich dann lieber und ich klopfe das jetzt mal durch mit unterschiedlichen Ködern. Und wenn das dann nichts wird, dann gehen wir mal in die Strecke rein und gucken, ob da irgendwas geht. Kein Dreck am Haken. Meine Taktik ist jetzt, dass ja hier so ein Becken hier, so 4 Meter Wassertiefe, 3,5 Meter Wassertiefe und da draußen kommt dann die Kante, da geht das dann auf 11 Meter runter. Das ist so die Kanalsohle. Und jetzt versuche ich natürlich so ein bisschen mit Plan diese Kante zum Tiefen abzufischen. Also wenn da Fisch steht, ist das so der Punkt, wo man es am besten berechnen kann. Boah, und kalt ist das. Echt kalt jetzt. Die hatten 9 Grad angesagt. Also ja, das ist der Regen und die fehlende Sonne, ne? Ja, wahrscheinlich 4 Grad vormittags und 5 Grad nachmittags. Ja. Ne, das macht dann auch 9. 4 plus 5 macht 9. Ja, genau. Mal drüben stehen auch, wie gesagt, viele Angler. Man sieht das normalerweise, wenn da jemand mal einen Fisch fängt. Muss man ja irgendwann wo als Angler eine Entscheidung treffen. Aber die erste Idee heute war, auch mal ein bisschen Strecke zu machen. Mal gucken, ob da irgendwo der Überbarsch rumsteht. Aber erstmal überhaupt einen Biss bekommen. So. Sieben Gramm. Schaue ich mir das mal so an. Ist ja egal, was wir abreißen. So, dann machen wir hier mal wieder erotisch angeln. Das ist ein Ding mit Noppen, ne?
So, die Steinfütterung, die setzt sich so, wie ihr sie hier seht, auch unter Wasser fort. Das heißt, es ist super schwer, wenn man dann hier mit 15 Gramm rumangelt, wenn man nur Hänger. Also würde mal sagen, das Optimum ist so zwischen, ja, je nach Bedingungen, so 4 und 8 Gramm würde ich mal hier so empfehlen. Und man muss die Köder an der Kante schon, man muss ein bisschen Risiko angeln und in die Steine auch reinangeln an die Kante, weil da stehen auf jeden Fall häufig die Barsche. Die Zander mögen das auch gern leiden. Der Wind kommt leicht von rechts und die Strömung geht nach links. Deshalb bin ich jetzt ein Stück hier hochgelaufen. Jetzt kann ich mit dem Wind werfen und gegen die Strömung anschicken. Das ist besser, weil ich habe eine ganz andere Spannung auf der Leine. Wenn ich gegen die Strömung schick, fällt der Köder ja viel netter. Mit der Strömung fällt er viel zu schnell runter. So, und jetzt höre ich mal auf zu sammeln und gehe hier mal angeln. So, ich werfe auch nicht gerade raus, ich werfe leicht schräg und angel jetzt erstmal diese Kante mit und dann gucken wir uns das hier mal an. Na? Na? So, ja, wir waren jetzt schon mal ein Stück in der Strecke, da ist nichts passiert. Sind nochmal zurückgegangen, haben gesagt, vielleicht ist hier ein bisschen Ruhe eingekehrt. Hier passiert auch nichts. Also ich halte ja nichts davon, auf die Fische zu warten. Ich würde sagen, fahren wir mal los und suchen sie. Na? Und ja, wenn nicht, wäre es nicht kurz vor der Schonzeit, ne? Ja, das ist der vorletzte Tag. Dann bekommen die Zander ja auch nochmal ein bisschen Ruhe. Cool wäre dann auch, wenn sich alle dran halten. Ist für den Fischbestand besser. Dann getürkt auf Barsche angeln hier mit solchen Gummis und hier, nee, finde ich dann nicht gut. Sage ich einfach mal so. Ach, die Bewegungen sind schon wieder locker fließend bei Olli. Ja, läuft. Ja. Bin schwer beeindruckt. Ja, ich auch manchmal von mir. Na? Gemütlich hier, wa? Ja. Ja, hoffentlich hat er keine, was steht da? Zollpflichtige Waren. Wenn er die an Bord hat, wenn er von Helgoland kommt, darf er da nicht rein hier. Ne? Wollte ich nochmal gesagt haben. Ist mir auch scheißegal. So. Jetzt. Und ich brauche mal ein bisschen schwerer ran. Damit ich ein bisschen Wurfweite machen kann. Dann nehme ich Demo. Oh, doch windig, ne? Doch kalt, ne, Olli? Ja, ein bisschen frisch ist das hier. Ja. Aber hier könnte Pickel auch noch mal eine Nummer werden. Ich will weit werfen. Dafür brauche ich einen kleineren Köder und einen schwereren Kopf. Mein Gefühl sagt mir, das muss ich so machen. So, das hier ist einer der Handicap-Stege. Schleswig-Holstein läuft ja also lange Zeit dieses Projekt Handicap-Stege. Haben wir in Hiesum ja auch ein paar. Die darf man nutzen. Wenn jemand kommt, der gehandicapt ist, dann macht man natürlich Platz. Das ist auch so abgemacht und dafür sind die Stege auch gebaut. Da steht hier auch dran. Ja. Ich finde, ja, gute Sache. Wird aus der Fischereiabgabe finanziert. Diese Stege kosten richtig Knete. Und Fischereiabgabe, ja, das sind auch diese, ja, diese gelben Marken, ne, die auch die Nicht-Schleswig-Holsteiner kaufen müssen, um hier zu angeln. Die gehen in diese Projekte rein. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir auch noch ein Projekt hinkriegen hier. Biss. Ah, Biss gehabt, du auf dem Glücksspinner. Wo bist du? Richtig so, du. Ich werde verrückt. Ja, natürlich müßig da jetzt zu gucken, aber ich gedacht, ich hänge mal einen Jigspinner ran, weil Verzweiflungstaten sind ja schon, also ein guter Köder, aber wir kriegen keine Kontakte. Da habe ich gedacht, den versuche ich mal. Und im vollen Sog, als das Schiff kam, war der Köder auch über Grund. War also kein Grundkontakt. Da hat richtig einer reingerubbelt.
Ah, schade. Ja, Olli, ich würde sagen, wir müssen mal ein Stück laufen. Das ist auch gut. Kommt der Blut in Wallung. Und vielleicht finden wir da irgendwo einen Angler, weil der auf der anderen Seite, da kann man mit der Fähre vielleicht mal rüberfahren. Wir müssen mal irgendjemanden finden, der vielleicht was gefangen hat oder so. Ich meine, da können wir noch was lernen. Ja, also ausgelernt hat man ja sowieso nie, aber das würde ja schon mal motivieren. Ja, das stimmt. Ja, wenn wir schon nichts fangen, dann suchen wir jemanden, der was fängt. Genau, den filmen wir und dann, ja. Mann, war das ein schöner Biss. Sollen wir mal gucken. Der muss am Gummi auch zu sehen sein. Der muss zu sehen sein. Wenn ich hier so rüber streiche, dann denke ich, da ist was, aber da steht Fox. Aber ein Biss. Aber ein Biss. So, jetzt sind alle Sinne wieder da. Die Käfer mal auseinanderklappen. Ich glaube das. Ich glaube, ich muss das. Das war bestimmt der 50er Barsch. So, Olli, das habe ich gebraucht. So, mit Ansage, Barsch. Unglaublich, gerade an der GoPro rumtüdeln da. Ja, ich riskiere das mal, den zu heben, aber ich habe das gesagt, Ansage, Barsch. So, guck mal, ich habe gesagt, hier sind 50er. Was freue ich mich über den Fisch, hart erkämpft. Dickes, dickes Patriarch. Ja, dank. Unglaublich. Olli. Ich habe nicht mehr damit gerechnet. Nee, aber vorher, der Wurf war der Biss. Oh, ein bisschen Glück. Vielleicht jetzt den richtigen Köder gefunden. Oder das richtige Gewicht. Das ist ja auch häufig entscheidend. Und dann machen wir weiter. Das ist der Erfolgsköder hier. Fox. Ich muss mich. Also die Dinger, die verkaufen wir schon seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren. Ich weiß den Namen jetzt nicht genau, Olli. Weißt du ihn? Slick Shad? Ich weiß es nicht genau. Nee. Pro Shad ist es nicht. Ne? Nee. Pro Shad ist... Ach, das findet ihr auch so raus. Ja, wir auch noch. Auf jeden Fall, die Farbe lief so, ja, so ein bisschen knallig lief die letzten Tage. Im Kanal hier auch ganz gut. 8,5 Gramm Korb. Dann habe ich natürlich ein bisschen Mono davor. In diesem Fall sogar Fluorcarbon. Eine 30er. Darf ja auch eine 35er sein, weil viele Steine, man raut die Schnur sonst an. Ja, und dann werfe ich mal, vielleicht war da ja nur so ein kleiner Trupp. Aber zwei Würfe, zwei Bisse finde ich schon ganz gut. Mein 50er Barsch habe ich jetzt. Ich glaube gar nicht, wie man sich dann freuen kann über so einen Fisch. Vor einem Tag wie heute? Ja. Ja, die gibt es nicht geschenkt. Na, Olli. Hat sich nichts mehr getan, ne? Na, ihr alle? Nee, das war dann. Da war dann ganz schnell mal der Trupp durch, ne? Mit den beiden. Aber Gott sei Dank, einen gefangen. Vielleicht war das ja auch der Biss vorher, aber ich bilde mir ein, der Fisch war besser. Ja, das ist halt unser Hobby, ne? Und ich würde sagen, ich merke auch, dass die Kondition so ein bisschen weniger wird. Ist auch echt schattig hier gegen den Wind. Das fühlt sich an wie eher minus 1, oder? Ja, ist, ist kalt. Ist das angegeben? Nee, ne? Das ist echt kalt. Zielfisch gefangen. Weiß man auf jeden Fall, dass man nicht alles falsch macht. Und, ach, ich wollte so viele Sachen noch erzählen, aber ich glaube, das reicht auch. Erzählt für einen Barsch, wir kommen ja bestimmt noch mal los. Und unser Teleskop geht weiter. Schön, dass ihr uns immer so treu seid und ja, haut rein. Bye. Bye.